herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe es einigen Usern aus dem Blauen Feuerwerk Forum ja versprochen. Natürlich mache ich auch einen kleinen Test zu den ganz brandaktuellen P1 Schallerzeugern von Funke, und zwar dem China Böller A aus der Produktion 2020. Ja, wie gesagt, Layout, verpackungstechnisch und so weiter, dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Bei mir ist es die Losnummer 46020D, also eine D-Charge. Insgesamt gibt es 5 Chargen, und zwar A bis E. Ich habe D erwischt und somit denke ich mal eine ganz solide Charge, denn angeblich laut Funke sollen A und B nicht ganz so stark sein, weil die Arbeiter sich erstmal auf den Böller einstellen mussten. Naja, wie auch immer. Wer die E-Charge übrigens erwischt hat, der sollte sich das Ding in die Vitrine stellen, und für Sammler sicher interessant, denn von der E-Charge sollen nicht ganz so viele auf dem Markt sein, weil später das Papier für die Hülsen ausgegangen ist. Also auch wieder eine ganz interessante Geschichte. Wir schauen mal rein. Ja, dann habe ich den Schinken mal aufgemacht, und der Schinken mit der Batchnummer D in dem Falle war auch gebunden. Und jetzt gucken wir uns den Böller selbstverständlich mal an. Wie gesagt, 6,6 Gramm, 6 Stück sind drinne, 1,1 Gramm NEM pro Böller. Ja, schick, ne? Ah, die Lunte ist jetzt nicht ganz so grau wie gewohnt, finde ich, aber ansonsten, ja, doch, also ich muss, ja, auf jeden Fall etwas dickere Wandung wie die Vorgängermodelle, möchte ich sagen. Ich habe jetzt gerade kein Vergleichsobjekt leider dabei, aber natürlich für euch, wie versprochen, eine kleine Gegenüberstellung der Funke A-Böller. Und zwar haben wir da einmal den Thundercrackers B aus der Produktion 2019 mit 1,5 Gramm NEM in F2 kategorisiert. Ich denke, das wird ganz interessant. Dann haben wir einmal auf Wunsch auch noch den Funke China Böller B dabei. Ja, der stammt leider aus der Produktion 2017 oder ich meine 2018, nein, 2017 müsste es sein. Der war nicht ganz so stark. Mal schauen, was der neue A-Böller 220 dagegen sagt. Und dann noch einmal mein Lieblingsböller im Moment, wirklich im F2-Sektor, der rote Corsair, der Megapirat mit 1,5 Gramm NEM. Ja, ich bin gespannt und freue mich auf den China Böller A aus der Produktion 220. Ich kann euch nur ganz ehrlich ans Herz legen, das ist alles händisch gemacht, es ist also Handarbeit, und egal welche Batchnummer, von A bis E, die E sind natürlich für die Sammler interessant, ansonsten denke ich, gibt es zwischen all den Chargen natürlich auch Schwankungen. Das ist halt so, damit denke ich, kann man leben, und wir sollten uns einfach auf die Funke Böller 220 freuen, und das kaufen wir uns jetzt gemeinsam. So, schauen wir mal. Funke A 220. Eieieiei. Starkes Teil. Oh. Ei, gewaltig. Wirklich gewaltig. Sehr, sehr schön. Oh, der war noch heftiger, der dritte. Ich bin auf den Vergleich gespannt. Kommen wir zum ersten Vergleich. Der Funke A-Böller gegen den Catan Thundercrackers B in F2 mit 1,5 Gramm. Wir starten mit dem Funke A und Catan hinterher. Ja, also ganz schwer zu beurteilen. Beide gleich auf. Erstaunlich stark, gut mitgehalten, der Thundercrackers B. Ich bin erstaunt vom Catan-Böller aus 2019, denn der Funke kam mir echt stark vor beim ersten Test. Aber wir werden gleich nochmal einen hinterher schieben. Test Nummer 2, wir beginnen wieder mit Funke A. Ja, stark, Catan B hinterher. Ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Falle war der Catan B stärker. Erstaunlich. Noch einen dritten Test. Wir beginnen mit dem Funke A. Catan B hinterher.
Ja, auch hier beide Böller gleich auf. So kommen wir zum Funke A-Böller gegen den Funke B-Böller. 1,1 Gramm gegen 1,9. Wir beginnen mit Funke A, Funke B hinterher. Auch hier wieder kein wahrnehmbarer Unterschied, nicht so wirklich. Es handelt sich ja um die etwas schwächere Charge des B-Böllers. Das testen wir gleich nochmal. Funke A. Der war richtig stark. Funke B hinterher. Nee, da war der B schwächer. Also wahnsinnige Schwankungen bei beiden Exemplaren. Auch der A-Böller hat extreme Schwankungen, wie ich finde. Mann, es ist handgemacht, natürlich. Und von daher hat alles seine Berechtigung, wirklich. Also ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich möchte hier auch kein Fazit ziehen. Bis jetzt alle gleich auf. So, wir kommen zur letzten Option. Bislang alle Böller gleich auf. Wir beginnen jetzt mit dem Funke A-Böller 220 gegen die Geheimwaffe von Fire Event. Der rote Corsair in F2 mit 1,5. Wir starten mit dem Funke A. Es muss doch einen Gewinner geben. Eieiei, der war wieder richtig stark. Roter Corsair Fire Event. Ah. Surprise, surprise, wir haben einen Gewinner. Es ist unfassbar, der rote Corsair schlägt den A-Böller. Nochmal, roter Corsair. A-Böller hinterher. Ah, brachial. Nee, Freunde, absolut nicht. Der rote Corsair gewinnt das Rennen. Das bedeutet also, er hätte alle Böller geschlagen. Stay tuned. Auch wenn der rote Corsair diesen Vergleichstest hier und heute gewonnen hat, bleibt der China-Böller A von Funke natürlich ein absolutes Highlight, der natürlich so ziemlich alles aus dem Discounter-Bereich wegballert. Von mir kriegen alle Böller heute eine ganz klare Kaufempfehlung. Der A-Böller ist und bleibt ein schöner, dumpfer, brachialer Schnipselböller, den ich nur empfehlen kann. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Euer Skydancer.